Vater, erspar mir diesen schweren Becher. Er sagt, dass er gekommen ist, das Gesetz zu erfüllen. Und dann hält er sich nicht daran? Gesetz ist nur dann gut, wenn es Menschen dient. Messias, Menschensohn, König Israel, lalalala. Er stellt sich auch gegen uns. Das Volk jubelt ihm zu. Er ist ein Gesetzesbrecher und er lästert Gott. Ihr habt keine Liebe in euch. Ich sag dir, was er will, dein Vater da oben oder wo auch immer. Er will, dass du gefangen genommen wirst. Warum gibt er sich mit Flüchtlingen, mit Unreinen und mit Sündern? Meine Herren, er tut nichts Unrechtes. Der Nazarener ist eine Gefahr für die Ruhe im Land. Verwöhnt, angespuckt, ausgepeitscht. Wir müssen handeln. Zu lange schon haben wir dem Treiben des Nazareners tatenlos zugeschaut. Ich, Pontius Pilatus, in Judäa Präfekt des Kaisers Tiberius, spreche das Todesurteil über Jesus von Nazareth. Angeklagt gegen Aufruhr durch den Hohen Rat der Juden. Er muss sterben. Angeklagt, verurteilt, gekreuzigt, aus! Der Tod erfolgt durch Kreuzigung. Angeklagt, verurteilt, kreuzigt, aus. Euer Hass treibt euch. Dein Tod wird sinnlos sein, Jesus. Sinnlos.